Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stauner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ihr seht schon, ich bin nach Dortmund gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im anderen Video erwähnt habe. Wenn nein, dann wisst ihr es jetzt. Auf jeden Fall bin ich nach Dortmund gewechselt und habe auch schon die 54 Punkte. Leverkusen ist allerdings auch uns sehr auf den Fersen, weswegen wir auf jeden Fall die Spiele hier gewinnen müssen. Ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Wir spielen jetzt gegen... Ich habe gerade nicht gesehen, wer das war. Es könnte auch sein, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Das weiß ich nämlich selber nicht. Also, nicht wundern. So, und wir haben ja auch direkt einen Punkt zum Schießen. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Sie suchen ihre Chance. Es bleibt erst. Aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Tor. Direkt in der dritten Minute einfach. So hatten Sie sich das vorgestellt. Okay. Als wenn BVB nur zwei Sterne hat. Hatten Sie es gerade gesehen? Die haben doch mehr Sterne. Die haben definitiv mehr Sterne. Oder haben die echt nur zwei? Also auf dem T-Shirt gerade bei mir waren nur zwei. Oder hat das irgendwas mit dem Dings zu tun? Ich habe keine Ahnung. So, da hätten wir also das 1-0. Der hat mir meinen Ball geklaut, wo soll denn das? Ganz alleine. Sehr gut. Schieß. Das wäre gefährlich geworden. Bam, Junge. Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Direkt ein paar Minuten danach noch ein Tor geballert. Ah, das war zum Festen. Also ich spiele auch im BVB-Team nur, nicht weil ich Fan davon bin, also von dem Verein, sondern einfach weil ich jede Season praktisch in einen anderen Verein gehe. Also das hat nichts mit Fan und sowas zu tun, sondern einfach nur... Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Ja gut, das wusste ich schon vorher. Er holt sich diesen Ball. Ja gut, das war nichts. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da haben Sie die Chance. Bam. Jetzt also Let's go, drei Tore. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. War doch gar kein Foul, Alter. Ja, leider verkackt hier. Aber macht nichts. Das macht er gut. Klasse Vorstoß, da müssen wir aufpassen. Was für eine Chance! Das ist nein! Boah, das war doch ein voll geiler Dings. Oh no! Das war eigentlich voll der geile Spielzug. Leider sind die alle hier wieder zu inkompetent, Fußball zu spielen. Buschi, wie siehst du das? Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Boah, also ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht. Vor allem auch. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Das hätte gefährlich. Ich wollte schießen, aber er hat es nicht gemacht. Anspiel kommt gut. Ey. Anstatt er den Ball annimmt, nö, er feuert ihn einfach nur nach Amerika hin. Er gibt den Ballbesitz ab. Ja, das war logisch, weil ich in the Dings war. Ball. Und jetzt die Chance. Ja, die ich habe voll in seine Hand reingeschossen. Ja,
Sie suchen immer wieder die entscheidende Lücke. Flanke kommt ganz weit. Die Chancen verwehrt. Ja, natürlich ist es abseits. Warum ist es denn immer abseits bei denen? Hallo, mir. Nichts passiert. Korrekte Entscheidung natürlich. Lass es aus. Na, doch nicht. Fast seine Beine weggerissen, Alter. Ah, zum Glück keine Karte gekriegt. Also ich habe fast seine Beine weggezogen, aber auch noch fast. Junge, schieß doch nicht in den Mensch rein, Alter. Boah, die brauchen immer so ewig, um zu schießen. Ich hätte jetzt so eine gute Chance gekriegt, aber leider habe ich auf dem A schon gedrückt gehabt. Aber egal, macht nichts. Jackie. Nuno Mendes jetzt. Aua. Arme Beine. Wir sind in der Armbeine. Die Gastgeber führen deutlich. Die zeigen eine hervorragende kurz eingehakt. Jetzt wird's vielleicht gefährlich. Das war jetzt gerade ein Spielzug, der gut war. Coach kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Nee, das ist nicht. Parade. Let's go. Komm, schieß. Da kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Nicht ungefährlich, Steilpass. Ernsthaft jetzt? Der hat einfach gefühlt wie Moin. Pause. Egal, 3-0. Mhm. Leverkusen hat noch nicht gespielt. Glaube ich. Der BVB ist klar vorne. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Anpfiff zum zweiten Durchgang. Ja gut, das war nichts. Oh, der gewinnt den Zweikampf. Euer Saber. Jetzt vielleicht. Mann, der hätte... Schuss geblockt. Der hätte doch flanken können. Aua. Das Pressing ist da. Nö, ich renne nicht hinterher. Tottenham hat sich einen neuen Spieler. Kann man hinterherlaufen. Nicht so einfach, den zu verpflichten, aber jetzt hat's geklappt. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Transfer bestätigt, wo? So sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Der Ballgewinn durch Arminia Bielefeld. Hm. Ich muss gar nicht, dass ich den Ball habe, perfekt. Am Ball jetzt Casemiro. Samuel Chukwueze. Er lässt sich da nicht aufhalten. Die Chance. Mann. Aus. Einwurf jetzt. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Gehalten. Nein, er hat den noch gekriegt. Na, der Trainer findet mich gut. Er geht in den Strafraum. Gute Chance. Bart. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Das war mal ein Tor, was kein anderer Mensch gemacht hat. Let's go. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist er natürlich da. Unnachahmlich, wie er das macht. Wie er den Ball behauptet und dann auch das Auge hat. Natürlich. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Fans wollen den Schuss. Tor. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Fünf Tore, perfekt. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Da ist er. Na, Mist.
Er steht gut und holt sich den Ball. Den Ball hat er gut geholt. Hey. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Und das verspricht natürlich einiges, das könnte hochklassig werden. Mist. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Cherki. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Das könnte vielleicht was werden. Das muss es fast sein. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. An El. Ganz sicher geklärt. Da fangen sie den Pass an. Ja, pass. Komm, schieß. Schieß zu mir, du Nummer 5. Boah, das war ein geiler Pass. Aber ein Kackspielzug von mir. Oder er denn einfach nach vorne geboostet? Oh, fast seine Beine weggezogen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Euer Sabal. Weißt du, ich schieße noch, aber es passiert halt nichts. Das ist immer so das Blöde. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier auswechseln, weil ich habe auch keine Ausdauer mehr. Der BVB ist nur noch wenige Minuten entfernt von einem tollen Sieg. Von einem überzeugenden Wolf. Das war ein klassisches Spiel. Begeisterter Fußball. Genau deswegen. Na komm, ich brauche gar nicht mehr mitspielen eigentlich. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Oh, das könnte was werden. Zunächst gehalten, aber wir schauen. Ja gut, genau. Ein Tor. Ball ist drin. Der erste Versuch wird doch gut gehalten, aber da gibt es nichts mehr zu halten. Ein Tor ist genehmigt. Let's go. Wir haben 5-1 gewonnen. Mhm. Gucken wir mal kurz, wie Leverkusen gespielt hat. Okay, die haben auch gewonnen. Ja, das ist schlecht. Aber egal. So, jetzt haben wir hier noch Training. So. Nein, nicht speichern. Ja, so passt. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sando. Ciao.